Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Town. Ja, hier werde ich mein neues Haus fertig bauen. Hier oben wohnt Senado, ist schon etwas weiter. Heute werden wir vielleicht noch etwas in der Mine sein, etwas bauen, etwas anpflanzen. Ja, und jetzt werde ich mir allerdings als erstes mal etwas zu futtern machen. Senado nimmt gerade nicht auf, also... Er wird allerdings trotzdem reden, ist auch anwesend. So, dann... Ich muss allerdings... Senado, ich muss erst noch alles meine Sachen abladen, so ein wenig. Ich gehe mal kurz runter zu meinem Haus, also zu meinem, ja, bald Ex-Haus und werde dort mal meine Sachen abladen, die ich nicht mehr brauche. Hier sind übrigens alles Creeper explodiert. Es sieht lustig aus. So. Ich werde direkt mal ein Stack hier und das hier alles einschmelzen. Könnten wir noch irgendetwas kochen oder so? Nee. Senado, hast du noch Eisen? Ja komm, das machen wir schon mal. Ja, ich brauche auch Eisen noch. Also einiges an Eisen. Wär noch nett, wenn ich dann auch noch irgendwie Eisen bekäme. In welcher Mine bist du? Ich würde dort jetzt auch nicht mehr weitersuchen, ganz ehrlich. Ist zu gefährlich. Wir könnten ja noch einen weiteren Stollen graben. Ich glaube, ich sollte noch eine weitere Mine graben. Aber ich komme mal trotzdem. Oh, ich habe schon wieder so viel Hunger. Zum Glück habe ich mir dieses Brot hier gemacht. So, das gibt halt recht viel Energie. So, ich komme zum Ofen. Kohle ist noch drin. Na komm, die beiden Kohlen hier können wir noch hier zugeben. Ach, hier bist du. Redstone, ich baue ab. Kann man Redstone mit Stein abbauen? Ihr seht, Leute, ich habe mir auch die Dia-Spitzhacke jetzt gecraftet. Welche mal? Obsidian. Ich werde mir jetzt diesen Redstone hier gönnen. Eisen! Kann ich auch was abhaben? Ja. Wo bist du? Kohle können wir auch wieder mal gebrauchen. Na, warte, ich komme. Redstone. So. Jetzt noch mehr Redstone. Noch Redstone. So. Ah, warte. Kohle. Ja, ich habe jetzt auch keins. Ich habe alles in den Ofen gepackt. Und dann habe ich halt noch Fackeln gemacht. Warte, ich gebe dir noch welche. Wo bist du? Hallo? Ja, wart. Hier, wart, ich gebe dir welche. Bleib da. Jetzt habe ich sie eingesammelt. Unter dir. Wart noch mehr?
12 Fackeln sollten das sein. Wenn du noch mehr brauchst, ich habe immer noch über einen Stack. Ja, ja, mein Haus ist gelootet. Also, ja, ich gönn's mir. Kannst du weitergraben? Ich komm hinterher und mit den richtigen Sachen ist schon gut. Bitte. Ich komm hinterher und gönn mir die Sachen, damit du kannst du weitergraben. Wir müssen Eisen auch noch teilen. Ich habe auch gesehen, du hast noch echt viel Eisen. Also, ich habe gar nichts mehr. Ich habe einen Eimer übrigens. Naja, Wasser habe ich halt nicht dabei. Habe ich nicht daran gedacht. Ja, ist einfach gar nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie der Beginn der Höhle. Ja. Die Höhle. 12, 11. Pass auf, ja. Ja. Wow, scheiße, Mann. Ich bin reingesprungen. Nein, nein. Totem. Ich hab einen Totem in der Hand. Warte, ja, ciao. Ah! Bitte überlebe, nein. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Was für ein Glück. Und jetzt probiere ich es trotzdem nochmal. Ja. Lava-Eimer. Perfekt. Ja. Damit können wir dann Obsidian machen. Ich denke, ich werde tatsächlich hier noch weiter. Hier höre ich zumindest Wasser. Schon mal gut, denn das kein Lava ist. Oh ja. Wer mal hier noch? Oh. Das ist ja gut. Jetzt muss ich schauen. Ich habe halt nicht so viel Cobblestone. So. Dann gönne ich mir jetzt direkt mal Obsidian. Ich werde es allerdings hier erstmal muss ich jetzt zubauen. So, dann hier wackeln. So. Hier werde ich nochmal zubauen, allerdings jetzt mit Holz. Ah, sehr gut. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, da unten wird zu 100% Lava. Oh mein Gott, nein, nein. Scheiße, Mann. Zu, ja. Alter, Mann. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Mine. Ich werde es einfach halt von hier her bauen.
Oh ja, scheiße. Na gut, an den komme ich nicht. Okay, das ist die Zone. Oh, haben wir Redstone übersehen. Ich werde jetzt erst wieder Redstone, werde jetzt erst wieder, nehmen, sobald ich... Sobald eigentlich keine Lava-Gefahr mehr besteht, werde ich wieder brauchen. Wie viele Eisen habe ich jetzt? Nur 3. Man hat sich alles gegönnt. Das ist jetzt ein wenig unfair. So. Dann werden wir hier wieder zurückgehen. Hat er jetzt genügend Eisen? Ich weiß jetzt auch nicht. War ich da lang gekommen? Ich denke, wir waren noch etwas weiter vorne. Es ist halt immer schwierig mit der Orientierung in einer Mine. Ich denke, nee. Ich habe mich gerade verlaufen. Oder? Ja. Zu weit. Habe ich den links nicht mehr erwischt. Ich glaube, er war oben. Geht's hier lang? Nee, ist es dunkel. Hä? Bin ich dumm? Doch, da muss ja hier sein. Oder bin ich von rechts gekommen? Mann. Glaube aber nicht, dass es dunkel war. Oder hier geht's ja gar nicht, Alter. Nee. Mal nochmal gut schauen. Also, ihr hättet den Gang gegraben. Dann. Ach, hier. Ich bin ja so dumm. Ja, also, jetzt habe ich es gefunden. Sorry für das kleine Blackout. Jetzt hat er nicht das ganze Eisen eingesackt. Ja, super. Oh nee, es ist Nacht. Das ist jetzt natürlich dumm. Jetzt muss ich mich nach Hause kämpfen. Oh, bitte noch nicht viele Monster, bitte. Das wäre extrem nett. Bin ich noch nach Hause? Okay, gut, Monster. Oh, bitte lass mich schlafen. Ja. Ja. Nee, möchte ich nicht. So. Schwanz in Ordnung. So, jetzt warten wir noch rasch, bis das weg ist. Und hier hätten wir 64 Eisen. Und hier noch 11. Perfekt. Wo habe ich auch meine Level verloren? Egal. Dann haben wir noch was zu craften. Nee. Ich werde hier schon mal dieses Eisen reinwerfen. Kannst du nicht einfach mal weggehen? Das nervt jetzt ein bisschen. Ich werde jetzt so machen. So, ich bin nicht der Kämpfer. Alter, nee. Hihihi. Das stirbt jetzt da drüben. Tot?
Ja, es hat einfach gar nichts gedroppt. Wow. So, dann können wir den Totem wieder wegnehmen. Und die Karte rein. So. Ja, Leute, das war's von der heutigen Folge. Ich sehe komisch aus. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.